Liebe Zuschauer, Canon hat wieder zugeschlagen. Das neue Canon RF 35mm F1.4 ist da. Für schlappe 1900 Euro. Weil echte Fotografen halt eben doch am Kontostand erkannt werden. Aber keine Sorge, Canon-Fans, ihr bekommt doch was fürs Geld. Zum Beispiel einen Blendenring ohne Klicks. Perfekt für alle, die schon immer davon geträumt haben, versehentlich die falsche Blende einzustellen. Und hören Sie nur diesen innovativen VCM-Autofokus. Er klappert im ausgeschalteten Zustand wie eine Sparbüchse. So wissen Sie immer, wo Ihr Geld geblieben ist. Chromatische Aberrationen, longitudinale Aberrationen, pah, wer braucht schon perfekte Optik, wenn es Lightroom gibt? Nur die longitudinalen Aberrationen müssen Sie selbst wegzaubern. Canon glaubt an ihre Kreativität. Und das Bokeh erst, meine Damen und Herren. Zwiebelringe in den Unschärfekreisen und Katzenaugen in den Ecken. Perfekt für alle, die schon immer mal ein visuelles Feuerwerk haben wollten. Canon RF 35mm F1.4. Weil echte Kunst eben doch aus Chaos entsteht. Die Verzeichnung ist so beeindruckend, dass selbst Ultraweitwinkel neidisch werden. Aber hey, in Lightroom ist das doch alles mit einem Klick behoben. Wer braucht schon optische Perfektion, wenn man digitale Magie hat? Die Vignette ist so stark, dass ihre Fotos automatisch wie aus dem 19. Jahrhundert aussehen. Vintage ist ja wieder in, oder? Und erst diese Lichtreflexe. So viel Ghosting und Flares haben sie noch nie in ihrem Leben gesehen. Canon hat sich offenbar von den günstigen China-Objektiven inspirieren lassen. Warum? Weil sie es können. Das Canon RF 35mm F1.4. Für alle, die zu viel Geld und zu wenig Ahnung von Fotografie haben. Aber hey, die Schärfe ist super. Und wer braucht schon den Rest, wenn man ein rotes Ringchen am Objektiv hat? Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von den Shutter News. Immer ein bisschen mehr, als Sie eigentlich wissen wollten. Halt, stopp, das Video ist noch nicht vorbei. Jetzt kommt nochmal meine ehrliche Meinung zu dem Canon RF 35mm F1.4. Mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, was sich Canon da wirklich erlaubt hat. Bisher konnte man immer sagen, Canon RF, das sind die Linsen, die zwar etwas teurer sind als nun mal alle anderen, die aber immerhin das für ihr Geld bieten, was sie halt nun mal auch kosten. Bisher konnte man immer sagen, ey, die sind schärfetechnisch und einfach qualitätstechnisch auf dem höchsten Level. Ich weiß nicht, was Canon sich da eingefallen lassen hat mit diesen einfachen Sachen wie chromatische Aberrationen. Ich glaube, ich spinne. Bei 1900 Euro, da dürfen sie sich keine einzigen Fehler erlauben. Hier könnte man dann zum Beispiel einen kleinen Vergleich zu dem Sony E-Mount machen. Hier gibt es das Sony 35mm F1.4, was dann halt von Sony selbst ist und halt dann auch etwas teurer ist mit 1480 Euro, aber halt nur mal auch diese perfekte Qualität liefert. Das ist Hammer, dieses Objektiv. Man hat aber auch noch eine weitere Option, zum Beispiel das Sigma 35mm F1.2, was dann 1500 Euro kostet, ungefähr gleich, aber du hast Blende 1.2. Autofokus ist hier nicht so gut, aber auch hier die Qualität ist auf dem höchsten Level. Und dann kommt Canon mit ihrem 1.4er mit übelster Qualität, Verzeichnung wie sonst was. Ah, nee. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe hier ein bisschen Mitleid an alle Canon-User. Ich meine, welches Objektiv sollen die jetzt nehmen als ein 35er? Man hat jetzt hier die 1.8er-Version. Aber bitte. Jetzt muss man sich hier wieder, wenn man eine noch offenwendigere Blende haben will, zu irgendwelchen Drittherstellern greifen und sich dann irgendwelche wieder Adapter kaufen für wieder um die 100 Euro, wenn man noch Autofokus dabei haben will. Also, das, nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, Canon, das war wirklich ein totaler Flop. Das Objektiv hätte man jetzt wirklich gut zum Beispiel wie das Nikon verkaufen können. Nikon hat jetzt auch ein 35mm F1.4 rausgebracht und das kostet unter 1000 Euro. Hier hat man dann gesagt, ey, die Qualität ist hier nicht gut, die Schärfe und alles weitere ist nicht so ganz gut, aber dafür ist es günstig und du hast halt diese Offenblende, du kriegst halt mehr Bokeh und hast halt noch dieses bessere Lowlight-Verhalten. Das wäre zum Beispiel hier eine Option gewesen bei dieser Objektiv-Performance. Das sind keine 1900 Euro wert. So, das war's jetzt einmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.